Ja, hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute möchte ich mal noch was zeigen, was einem ja in der Differentialrechnung oder in der Integralrechnung etwas behilflich sein kann. Und zwar, wie ermittelt man schnell den Abstand, das heißt zum Beispiel den maximalen Abstand zwischen zwei Graphen. Das geht hier relativ einfach. Das heißt, ich habe zwei Graphen gezeichnet und soll den maximalen Abstand eben berechnen. Wir gehen dazu erst einmal in das Graphenmenü und ich habe hier schon mal zwei Funktionen eingeschrieben. Es gibt es mehrere Möglichkeiten. Also erst einmal, man kann die übereinander schreiben. Ich habe hier mal mit x hoch 4 angefangen, x hoch 3, x hoch 2 und hier nochmal das gleiche, einfach zwei verschiedene eingegeben, das ist eigentlich egal welche. Am Ende muss man einfach beide subtrahieren. Das heißt, man muss die eine Funktion von der anderen abziehen und dann kann man mit den ganz normalen Hoch- und Tiefpunkten die Abstände damit ermitteln. Hier gibt es dazu eben die Möglichkeit, entweder ich gebe beide Gleichungen in eine Zeile ein, das heißt, ich schreibe um die erste Funktion eine Klammer, minus die zweite Funktion in der Klammer, das ist aber in einer Zeile. Da bekomme ich dann eben am Ende nur diese eine Funktion angezeigt, wenn wir die Funktion gleich zeichnen. Ich kann die aber auch untereinander zeichnen, einschreiben und dann, indem ich einfach hier mit dem Cursor reingehe, die beiden Funktionen getrennt sozusagen subtrahieren. Das heißt, y1 minus y2. Das hat dann eben zur Folge, dass ich eben drei Graphen habe. Dann gehen wir auf Excel und auf Draw und dann lassen wir uns das mal zeichnen. Mit Plus kann man etwas ranzoomen, das sieht man es etwas besser. So, wie wir jetzt sehen, haben wir, wie schon gesagt, drei Graphen. Und im Prinzip, der blaue und der rote Graph sind die zwei Originalfunktionen. Wenn ich diese dann subtrahiere, bekomme ich die grüne Funktion raus. Das heißt, wenn man mal genauer hinschaut, sind der Punkt, also dieser Minimalpunkt und dieser Minimalpunkt im gleichen Abstand wie dieser Minimalpunkt vom grünen Graph zur x-Achse. Und das ist genau der Trick. Das heißt, dieser Abstand ist gleich. Bekommt man also in einer Klausur zum Beispiel den blauen und den roten Graphen gegeben und das heißt, ermitteln Sie den maximalen Abstand, dann subtrahiert man diese einfach und bekommt am Ende diese grüne Funktion raus. Und der Abstand zwischen den zwei Kurven ist der gleiche wie von dieser Kurve zur x-Achse. Und jetzt muss ich einfach nur noch, wie gewohnt, mit F5, also mit G-Solve, wieder je nachdem, was für Funktionen man hat, eben den Minimal- oder den Maximalpunkt. Das, was man eben auch in der Differentialrechnung macht. Jetzt wählen wir uns einfach nur noch die grüne Funktion aus, drücken Exe und haben jetzt an dieser Stelle den maximalen, den maximalen Abstand von 6,125. Das heißt, von diesem Kreuz bis zur x-Achse ist der gleiche Abstand wie von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und somit kann man relativ einfach die Abstände zwischen den Funktionen eben ermitteln, ohne großartig rumzurechnen. So. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu verwirrend. Man muss es einfach mal ausprobieren. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es eigentlich wirklich einfach.
So, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und tschüss.